Der große Preis von Spanien ist schon seit mehr als 30 Jahren ein fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders und das aus gutem Grund. Denken Sie nur mal an den verregneten Grand Prix von 1996 zurück, den Michael Schumacher dominiert hat, als er seinen ersten Sieg für Ferrari einfuhr, oder an so viele andere legendäre Momente auf dieser Strecke. Etwas mehr als 700 Meter nach der Startposition bekommen es die Fahrer mit einer rutschigen ersten Kurve 1 zu tun. Die erste von insgesamt 16 Kurven auf dieser 4,65 Kilometer langen Strecke. Die lange, weite Kurve 3 und die Kurve 9, eine bergige rechts, können unter den richtigen Bedingungen mit Vollgas genommen werden. Allerdings glaube ich nicht, dass wir das heute bei diesem Wetter zu sehen bekommen werden. Beim heutigen Rennen wird uns Stefan Römer begleiten. Schön, dich zu sehen. Was denkst du über das Rennen und wie sind die Bedingungen auf der Strecke? Um ehrlich zu sein, sieht es dort draußen ein bisschen kalt aus. Die Reifen haben einen relativ beschränkten Betriebsbereich, wenn es um die Temperatur geht, bei der sie den besten Grip haben. Wenn die Strecke kalt ist, ist es wesentlich schwieriger, die Temperatur hochzuhalten, wodurch Grip verloren geht und dadurch vielleicht mehr Fehler entstehen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, Leclerc, Sebastian Vettel und Albon, Sainz, Perez, Ricciardo und Lance Stroll. Raikkonen, Norris, Kevin Magnussen und Kvyat, Giovinazzi, Grosjean, Pierre Gasly und Jordan King. Richter, Russell, Latifi und Esteban Ocon steht ganz hinten. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? You're gonna have to push early if you want to have any chance of beating your results from the last race. Good luck. Ja. Da sind wir wieder zurück. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play von 2020 mit dem verregneten großen Preis von Spanien. Los geht's. P19. Sogar vom Teamkollegen geschlagen. Also vorletzte Reihe. Clutch bite is good. Gearbox is responding normally. Make sure to warm up the tires and brakes. Warm the tires and brakes throughout the lap. So, mit dem Kollegen möchte ich gerne auf jeden Fall schlagen. Die Frage ist, ob wir es auch hinkriegen. Den Renault da ganz hinten werde ich definitiv nicht gehalten bekommen. Der ist ja nur durch dieses Malheur im freien Training. Nee, doch im Qualifying gestern zustande gekommen. Sonst würden wir hier mit den beiden Williams zusammen jetzt in Reihe stehen. Das war jetzt unsere größte Konkurrenz, haben wir ja geschlagen. Die müssen wir eigentlich nur regelmäßig packen. Insgesamt stehen 17 Runden heute an, hier in Spanien. Da wollen wir natürlich versuchen, diese 17 Runden so viele Autos wie möglich zu überholen. Punkte wird es wahrscheinlich nicht geben, das ist schon mal jetzt klar. Also 20 Minuten Regen und dann geht es wieder ins Trockene. Wenn ich das jetzt gewusst hätte, wäre ich tatsächlich über das Trockensetup gefahren. Um so einen etwas kleineren Vorteil zu holen. Aber, ja gut, 20 Minuten bei 17 Runden, das könnte fast funktionieren. Das ist, wenn wir Glück haben, können wir sogar in das durchfahren. Der war so verhält jetzt wie in Vietnam. Da lief es nämlich vom Wetter her genauso. Und da bin ich ja am Ende nochmal in die Linksreifen gegangen, auf die Trockenreifen gegangen. Naja, schauen wir mal. So.
auf geht's, liebe Leute. Rennen Nummer 6. Und da flog schon der erste Teil eines Flügels und ich konnte jetzt nichts machen. Latifi. Und jetzt muss ich gegen Ocon ein bisschen bewerben. Hey, der macht so zu, dass ich nichts machen kann. Dankeschön. Das hast du dir selber so zu schreiben. Da bist du nämlich rübergekommen, hast mich schön mitgenommen. So, kassiert wieder. Jetzt ist mein Startplatz wieder zurück. So, die Teamkollegen auch schon mitgenommen. Also kassiert zumindest. Und hinter mir der Latifi ist das, glaube ich, der da versucht mitzuziehen. Ja, ist das tatsächlich das Regen-Setup, was die ganze Konkurrenz auf Trocken-Setup fährt? Weil ich hier relativ gut durchkomme. Und mir hat den Haas da noch außen kassiert. So, den Fehler hat er selber zu schreiben, da kann ich nichts für. Und so, und wer geht dann da in die Box? Giovinazzi, dann war der das mit dem Flügel. Und auch King. Okay, dann haben die zwei sich berührt. Und wir sind jetzt momentan auf P16. Drei Autos schon überholt. Sind jetzt gut mit dabei Richtung vorne. Dann nächste zwei sind auf jeden Fall erstmal die beiden Alpha Tauri, die ich versuchen kann, will zu kassieren. Hinter mir sind Latifi und Ocon. Also Ocon, klar, den werde ich definitiv. Mit der, glaube ich, direkt hinter mir ist, kann ich den nicht halten, aber mit dem Start hat es gut funktioniert. Use your overtake button more. It's time to utilize some of this energy. Ich finde es immer gut, dass die KI sich auch ein bisschen in die Karre fährt und nicht immer nur mir. So, weil so uns gerade der Alpha hier versucht. Ach Gott, ja, Alpha, der will uns gerade ein bisschen zu drücken. Dass er versucht, die ganze Zeit jetzt zu überholen. Hat natürlich keinen Sinn, dass ich jetzt gerade mich ein bisschen auf Verteidigungsmodus gerade bin. Und dadurch kommt der zweite Williams ebenfalls noch mit ran. Ich habe auch nur drei Autos bisher geholt, also die Fahrer des Tages kann ich mir definitiv abschminken. Der wird Ocon haben, wenn er jetzt bei uns vorbeigeht, damit er wahrscheinlich auch
sich relativ zügig. This rain could be with us for a while. Light rain conditions for the foreseeable future. Ja, die Frage ist, wie lange. Dann kommt der leichte Regen und ich dann kann dann auf die Trockenreifen gehen, aber. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir nämlich die beiden. Den. Am Alpha, den. Latifi ist hinter mir, den Williams. So, ich kann mir ein bisschen weg durch. Runden noch. Fuel target is plus one. Faster engine modes are available. Schöne ist, unsere Rivale ist sehr weit weg. Der momentan, ich glaube, auf den letzten oder vorletzten Platz hängt. Letzten Platz, glaube ich. Also mich wieder ein bisschen abzusetzen jetzt von den Jungs dahinter, ne? Einen kriege ich rüber, aber den zweiten kann ich nie setzen. So. So, jetzt habe ich zumindest Latifi wieder hinter mir. Weil das auch verdammt eng wird, auch ohne den jetzt zu kassieren. Das wird den hinter mir zu halten. Genau, bekämpft ihr zwei euch da hinten erstmal. Das ist immer gut. So, ich glaube, dass der jetzt gleich vorbeigeht. Der Ocon, jetzt ist er vorbei. Jetzt habe ich die etwas größere Gefahr hinter mir. Weil der Renault wird mich kassieren. Das ist klar. 12 Runden muss ich die jetzt hinter mir halten, die Jungs. Hier kann ich noch ein bisschen abblocken, aber irgendwann wird er mich nicht kassieren. So, 12 Runden noch, liebe Leute. 12 lange, lange Runden. Two laps until the pit window. You'll be on inters for the next stint. Ich habe jetzt ziemlich schön an der Backe kleben. So, Runde 6 sind wir jetzt. Beziehungsweise Runde 7. Es ist noch ein bisschen zu fahren. Jedenfalls. Ich vermute, dass die meisten sind im Trocken-Setup unterwegs und wenn das Trocken-Setup eh greift, dann bin ich weg vom Fenster. Gap to car in front is 11.7 seconds. Es hätte ruhig weiter regnen können. Ich war eigentlich sehr gut auf der Strecke unterwegs mit dem Setup. Ich habe das schon mal in Malaysia geschafft bei Alpha 2017.
Da hat es auch aufgehört, irgendwann zu regnen. Ich bin auf dem Nass-Setup, auf dem Nassreifen geblieben und hat das Ding dann mit dem Sauber damals gewonnen. Ja, jetzt ist er vorbei. Jetzt habe ich die Tüte wieder aufgelassen. Da hat sich schon so eine kleine Berührung. Aber ich konnte dann noch in Kurve ein bisschen kontern, wenn der Korn werde ich nicht lange halten können. Weil der Williams da vorne jetzt ein bisschen abgefallen ist. Die sind sich jetzt gerade mit selber ein bisschen am Bekriegen, das ist auch gut so. Den Renault, den ich morgen wieder entsteuern werde in China. Freitags Grand Prix FL. Start 20 Uhr in China, wie gesagt. Versuchen wir bis da noch wieder ein paar Punkte holen können. In Vietnam war es ja nur P12 am Ende. Nee, jetzt haben wir es. Jetzt war das. Oder? Na, ich versuche ein bisschen abzublocken, indem ich einfach ein bisschen ans Auto ranfahre. Meistens zieht die KI da ein bisschen zurück. So, jetzt muss ich ein bisschen wacher bleiben. Das hat der Ocon geschafft. Ja, der ist gut. Der ist raus. Jetzt ist er raus, das ist doch richtig. Ich versuche jetzt gerade ein bisschen. Ich dachte, einmal darf ich ja. Ja, spätestens nach der Boxenstopp wird er mich wahrscheinlich kassieren. Wir fragen, wie sehen die Inters aus? 35%. Oh, er hat jetzt auch, aber auch keinen Fehler drin gehabt in der Runde. Na, ich hoffe, dass ich sagen kann, ich versuche durchzukommen. Mit ein bisschen Glück. Weil die ganze Konkurrenz, die fahren alle nämlich noch da vorne. Weil in die Box zu gehen, weiß ich nicht, ob es so sinnvoll ist, versuche durchzukommen. Wenn wir das aber noch 70% holen. So, jetzt gehen die ersten in die Box. Das sind Perez, Raikön, Gasly. Frage ist auf, was geht hier? Russell. Battery charge is high. Let's use that overtake button more. So. Ich sag ja, versuch gerade ein bisschen rauszuholen noch. Und mal ein bisschen pushen jetzt gerade. Versuchen, weil ich will jetzt gleich alle in die Box gehen. Sie gehen scheinbar alle auf Inters. Okay, dann gehe ich auch auf Inters. Dann kriege ich das. Ja, ab auf die Inters. Die nächste Runde. Da glaube ich durchfahren. Also jetzt Runde 9, wir sind 15 da. Wir hätten übrigens einen Platz hier gewonnen und zwar gegen Gasly das, aber mehr auch nicht. Also dementsprechend macht es natürlich keinen Sinn, jetzt irgendwie so groß zu sagen, wir werden draußen. Wäre ich jetzt auf 6-7 gewesen, ja, jetzt nach den Stops, wäre ich okay. Wäre ich gesagt, okay, ich versuche draußen zu bleiben und irgendwie diesen Platz zu ermauern. Die letzten 8 Runden, aber das schaffe ich jetzt nicht. Aber jetzt versucht, vielleicht habe ich es ja tatsächlich doch noch irgendwie. So, die Frage ist, geht der Ocon mit? Ja.
Teamkollege nochmal in der Box? Das war natürlich, also, ah gut, er war die erste Runde, ne? Yes! Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Wobei, warst du jetzt in der Box? Ich hab sogar Position verloren. Ich hab sogar zwei Positionen durch diese Boxen verloren. Grosjean, aber der geht auch nochmal rein. Also ich habe versucht, jetzt den Russell zu kassieren, noch schnell, und dann den Grosjean noch mitzunehmen. Den Williams habe ich nicht auf, dem Schirm gehabt. So, los ermitten. Minder noch nicht eine Runde, aber das ist mir egal, das wird nicht passieren. Versuche jetzt gerade mal den Williams da vorne mitzunehmen, ob ich den Platz auch holen kann. Ein bisschen Glück, vielleicht wieder 17, ja 16, ne? Mir wird es wahrscheinlich nicht werden. Jetzt yes, Grosjean ist in der Box. This light rain is going to be with us for a while now. Okay, keep on him. He might make a mistake. Den Russell habe ich echt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Den hätte ich so gerne mit. Diesen Platz muss ich mir wiederholen. Ich will diesen mit 16 Platz, wie sie Williams packen. Laps of fuel remaining. MFD for a new strategy option. Ich will das Safety Car jetzt nicht sehen. Das war aber jetzt mein Fehler, mit ihm sind wir rausgekommen.
Ja, was, Alter? Ich habe noch nicht mal was gemacht. Das wird nicht zu Ende. Was soll den kassiere ich nicht mehr? Scheiße, Mann. There's 4 laps of fuel remaining. So, okay, ich bin ein bisschen rabiat vorbeigegangen, aber ich habe zumindest das Auto kassiert. Das war wichtig. So, jetzt muss ich wieder auf den Marker stellen, damit ich wieder ein bisschen Sprit war. The gap to the car ahead is 23.2 seconds. Boah, da ist noch die schnellste Rennrunde. Nein, schade. Top 16, 15 wäre es drin gewesen, aber das schaffen wir nicht mehr. Es sind leider noch 3 Runden, also 2 bis diese hier. We've only got 2 laps of fuel left. So, liebe Leute, vorletzte Runde hier.
We're leading our teammate by 13.4 seconds. Der Bot, das wird jetzt eine schnellste Runde nach der anderen, aber Hamilton zieht mit. Die Mercedes werden sich jetzt um die Punkte holen, die Plätze holen. Die schnellste Runden holen. Ich fahre jetzt bewusst die Kurve ein bisschen auf den Mager, damit ich die Möglichkeit in der letzten Runde noch mal ein bisschen was rauszuholen. Es bleibt nur die Möglichkeit, diesen 16. Platz mit nach Hause zu nehmen hier in Spanien. Von 19 gestartet, drei Plätze gut gemacht. Zumindest die beiden Williams kassiert. Und den Teamkollegen mitgenommen. Mehr wollte ich nicht. Ich weiß nicht, ob Grosjean mittlerweile weg ist. Ne, Moment. Grosjean kassiert den Teamkollegen und noch ein Auto. Letzte Runde. This is your final lap. Final lap of the race. Ich fahre jetzt bewusst noch ein bisschen auf dem Wacker. Valtteri Bottas gewinnt das Rennen. Damit wieder ein Mercedes-Sieg. Es ist aber nichts Neues. Die Punkte brauchen wir jetzt gar nicht zu streiten. Die werden wir nicht holen. Da hoffe ich, dass ich nächste Woche in Monaco einen Ticken mehr holen werde. Ich weiß, ob ich ein bisschen was holen könnte. Aber wir bleiben zum... Ja, ich war auch bloß auf Magerheit. Also nur um einfach die Runde zu halten, das Auto zu halten. So. Die letzten Meter dieser Strecke, diesem Regen. Okay, am Ende war es doch die richtige Entscheidung mitzuziehen. Die sagen, komm, wir gehen in die Box. Ocon hatte uns zum Beispiel, Russell hatte uns ne, Ocon hat sich, aber Russell hatte uns, und Grosjean ist ja dann seinen zweiten Stop machen gegangen. Und am Ende ist es da ein P16, die uns wieder gute gutes Ergebnis eigentlich beschert. Ist okay. All right, race over. Take care of the car on the way in. So, das war's. Wir sind durch. Ja, das Tag ist erst einmal gekommen. Das war auch nicht alles zu erwarten. Der hat es gut gemacht. Von Platz 22 immer auf Rang 18. Also vier Autos. Wir haben es nur mit drei geschafft. Das Team hat heute eine fantastische Leistung gezeigt. Sie sollten stolz sein. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat abgeben? Sie haben ein Auto, das unter den heutigen Bedingungen erst so richtig aufblüht. Ja. Das Auto kommt sehr gut mit den nassen Fahrbahn zurecht und dadurch haben die Fahrer auch genug Selbstbewusstsein, um anzugreifen. Durch dieses Selbstbewusstsein steigt man früher wieder aufs Gas, man bremst später und verschafft sich dadurch einen Vorteil. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Naja, passt soweit. 16. Naja. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass wir noch ein bisschen blitzen wieder nach vorne kommen, aber irgendwie war es dann noch nicht. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung.
Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Auf jeden Fall der fliegende Finne. Warte, wie viele fliegende Finnen hatten wir inzwischen schon? Wie auch immer, in diesem Fall meine ich Bottas. Starkes Tempo und ebenso gute Arbeit im Verkehr. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Ein weiteres Team, das mit diesem Grand Prix sehr zufrieden sein wird, ist Alfa Romeo, das mit einem guten Resultat in der Meisterschaft einen Satz nach vorn gemacht hat. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel-1-Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Genau so ist es. Wir haben uns auf jeden Fall nur durch das Ergebnis von Raikön, der Platz 11 holt und somit so wichtige Punkte gegen uns holt. Also ein wichtiges Ergebnis gegen uns holt. Aber jetzt heißt es erst Platz 16, wie gesagt, am Ende. Mehr war heute, was im Rennen nicht drin war, eigentlich mehr oder weniger das große Verteidigen angesagt. Aber wir haben es so gut gemacht. Das war nicht ganz fair, ja. Aber, naja. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt. Was war Ihre Strategie? Ja, viel Gaspedal durchdrücken. Es steht wohl außer Frage, dass Sie hier alle Erwartungen übertreffen, nicht wahr? Wie läuft diese Saison für Sie? Kann sich Ihr Auto mit den anderen messen? Ja, wir müssen auf jeden Fall weiterentwickeln, um weiter nach vorne zu gehen. Haben Sie sich bei diesem verregneten Wetter heute wohlgefühlt? Ja, ich mag Regen überhaupt nicht. Ich meine Wetter. Naja, egal. Danke für den Kommentar. Gut. Gutes Geld. 257.000 mal wieder. Ah, Punkte holen wir ja, wäre gut, aber jeder Platz weiter vorne. Und wenn der 9. oder 10. du wirst ohne Punkt. Würde reichen, um dann das Team bares Geld sehen zu lassen. Gut, nächste Rennen ist Monaco. Das sehen wir uns dann nächste Woche an und wir sehen uns dann am Freitag wieder. Bis dahin und tschüss. Obwohl, der Moment, da kommt noch ein kurzer Sponsoring. So, leider nicht genug Geld gerade, um das, den Vertrag des Teamkollegen zu erneuern. Ja, das machen wir noch irgendwie. Bis dahin, tschüss.